Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Battlefield 4 Commentary mit eurem Noddy. Ja, heute ist es mal ein etwas anderes Commentary, weil ihr wisst ja, ich habe mir ja vor längerem einen Gaming-PC besorgt und ich habe mir heute mal gedacht, ich lade mir mal so eben die CTE von Battlefield 4 runter und Battlefield 3. Dazu kommt den nächsten Video. Und auf jeden Fall, ich hab's gespielt. Ich hänge euch auf jeden Fall hinten ein bisschen Gameplay von der Nachtversion von Golmondbahn hinten dran. Im Classic Mode war das, glaube ich, also sprich ohne 3D-Spotting und ohne Außenansicht. Bin zwar nicht so der Freund von, aber naja. Und erstmal zu meinem Setting. Ich hab's auf alles auf Ultra stellen stehen. Und ja, was soll ich denn sagen? Ich bin überwältigt. Also, das haben die Jungs und Mädels bei DICE diesmal wirklich richtig gut hingekriegt. Es sieht vernünftig aus. Bei Optik, wow, kann ich nur sagen. Besonders diese Feuer im Hintergrund sehen einfach genial aus. Die Lichter von den Fahrzeugen, okay, da ist mein einziger Kritikpunkt bisher. Die sollten nicht so blenden. Aber die sollten auch, wenn sie jetzt noch die Map ein bisschen dunkler machen wollen, was ich durchaus begrüßen würde, sollten die Scheinwerfer auch ein bisschen mehr Licht spenden, sprich in der Reichweite. Wisst ihr, wie ich meine? Aber dementsprechend nicht blenden, weil das stört wirklich extrem. Sieht man auch in meinem Gameplay. Und wegen dem Gameplay, entschuldigt, falls es zwischendurch ein bisschen laggt, das lag nicht an mir, seht ihr selber, ich bin da mit einem 40er Ping oder sowas rumgegurkt und waren Leute mit einem 300er Ping drauf, weil es wahrscheinlich ein, weil es momentan überhaupt kaum jemand spielt. Wir haben es momentan bei mir 3.05 Uhr. Und ja, und zurück zum Wesentlichen. Was halte ich nun von der allgemeinen Nachtmaps? Auf jeden Fall soll kommen, definitiv. Ich will Nachtmaps haben, sofort! Ah! Die sehen jetzt, ihr wisst ja, ich bin ja nicht der beste Bewerter, was jetzt Objektivität und so angeht, aber ich finde es einfach nur geil, die Nachtmaps. Ich habe jetzt insgesamt ca. 20 Minuten drauf gespielt, weil viel länger ist jetzt der Download auch nicht her. Also kann ich mir jetzt noch nicht sagen, was hier, wo Fehler vielleicht noch sind und so. Aber das gibt sich eigentlich mit der Zeit. Und genau dafür finde ich, ist ja die CTE ja auch da, damit die Jungs und Mädels von DICE sagen, hier Leute, wir haben hier für euch neue Map und testet die mal vor Herz und Nieren, um jetzt Bugs und so zu finden. Ja, perfekt, finde ich einfach nur. Und was sollte man noch verbessern, genau. Ach scheiße, das ist mich mir entfallen. Genau. Man sollte vielleicht ein bisschen weniger Lichtquellen verwenden, sprich weniger Straßenlaternen oder so. Oder man sollte auch unbedingt versuchen, die Lichtquellen auszuschalten, sprich wenn ich mit einem Gewehr oder so auf eine Laterne schieße oder auf eine Lampe vom Auto oder sonst was, was halt Licht wirft, was nicht gerade Mond oder Sonne heißt, sollte man sie kaputt machen können. Ein paar kann man ja schon kaputt machen, aber noch nicht alle, weil das würde ich für mich persönlich ausgleichen, jetzt dieser Nachteil gegenüber zum, dass es keine Außenansicht gibt und kein 3D-Spotting. Weil da kann ich mich zum Beispiel sagen, ich packe mir einen Charlie drauf, packe mir ein Infrarotvisier drauf, ich schieße mal eben alle Lichter aus und bin hier dann, tu einen auf Stealth. Und messer dann alle gemein von hinten auf gut Deutsch. Aber das wird sich mit der Zeit auf jeden Fall geben. Das war jetzt meine Meinung zu den Nachtmaps von Battlefield 4. Wenn ihr jetzt nochmal ein vernünftiges Review zu meinem PC sehen wollt, das letzte war ja nicht so das Beste, kam zumindest nicht so an. Ich bin ja auch, was Hardware angeht, ein ziemlicher Noob, aber das hat sich inzwischen gelegt. Ich kenne mich inzwischen ein bisschen besser mit aus. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch am besten eine Bewertung da, damit ich es direkt sehe, ob es jetzt gefallen hat oder nicht. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was haltet ihr von den Nachtmaps und wollt ihr sie später ins Hauptspiel haben? Und somit verabschiede ich mich von euch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Mein Name ist Bahnfahren und ich bin jetzt raus.